willkommen bei Malida und zu einer weiteren Folge Dead by Daylight. Mit der neuen Killerin Rin Yamaoko, The Spirit. So, dann probieren wir direkt mal die Fähigkeit aus. Okay, also die Taste muss man gedrückt halten. So, aber auch direkt auf der neuen Map, dem Yamaoko Anwesen. Das passt super gut. So, und jetzt wollen wir den Facewalk nochmal machen. So heißt die Fähigkeit. So, komm. Während des Facewalks, soweit ich weiß, kann ich die Survivor nicht sehen. Ich könnte höchstens Kratzspuren sehen. Aber während dieses Walks können mich die Survivor auch nicht sehen. So, und... da ist direkt das erste Opfer. Fang. So, komm zu Spirit. So, oh, geil. Mit dem Katana. Das sieht richtig geil aus. Okay, und hier ist auch mein verfluchtes Totem da um die Ecke. Dazu kann ich gleich was sagen. Erstmal muss jetzt Feng. Ja. So, Feng muss jetzt dran glauben. Das erste Opfer von The Spirit. Ja. So, das verfluchte Totem. Ich habe nämlich The Spirit auf Level 10 gelevelt. Erstmal, damit ich zumindest 3 Perks mitnehmen kann. Ihre 3 eigenen. Damit ich sie ausprobieren kann. Also, das mit den verfluchten Totems heißt heimgesuchter Boden. So, wie ich das jetzt im Kopf habe, es anscheinend 2 verfluchte Totems. Sollten die Survivor eins davon machen, dann leiden alle Survivor für 40 Sekunden lang, also auf der Stufe, die ich gerade habe, 40 Sekunden lang unter dem Status gefährdet und können mit einem Schlag sofort auf den Boden gehauen werden. So, das... Oh, da bist du. Komm. Nein. So, wo bist du hin? Yeah, Jake. Facewalk. Ah, da sind die Kratzspuren, Ja. Nein. Oh mein Gott, das ist richtig geil. Ah, komm. So. Ja, du hättest jetzt nicht immer abhängen müssen. So. Ach, komm schon. Oh mein Gott, ich glaube, das schaffe ich nicht. Ja doch, ich schaffe es noch. So, also sind das quasi, so, kommen wir nochmal zu dem Totem. Zu heimgesuchter Boden. Oh. Da habt ihr jetzt gesehen, ich kann auf jeden Fall die Standorte. Das ist nämlich, der Perk Hass. Am besten sage ich das gleich. Ich komme jetzt erstmal hier den nächsten. Das ist auch wieder ein Jake, ne? Wo bist du? Da war er. Ah, der will abhängen. Okay. Also wie gesagt, heimgesuchter Boden. 2 Totems erscheinen. Also 2 verfluchte Totems. Wenn eins gemacht wird von einem Survivor, dann leiden alle und 40 Sekunden lang unter gefährdet und ich kann die sofort auf den Boden schlagen. So, das andere. Ach, sie konnte sich befreien. Also er hat sie noch befreit. So, das andere Totem wird zu einem ganz normalen, glanzlosen Totem. So, und... also kann man es gut kombinieren, mit, zum Beispiel mit Ruin. Dann suchen die Survivor ja eh die verfluchten Totems und deswegen ist dann die Chance hoch, dass die dann halt auch so eins von ihrem Perk erwischen. Und dann müsst ihr halt nur in 40 Sekunden am besten irgendeinen Survivor erwischen. Als weiteren Perk hat sie noch Hass. Das heißt, ich suche also The Spirit. Ich mache erstmal hier die Karte kaputt. So, The Spirit hat auf jeden Fall eine. Ah, da bist du. Eine Besessenheit. Und immer wenn ein Generator fertig wird, kann mich die Besessenheit für. Oh, nein! Nein! Also, wenn. Also, ich bin besessen von einem Survivor. So, und wenn ein Generator fertig gemacht wird, dann kann mich die Besessenheit 5 Sekunden lang sehen. Aber ich kriege auch für 3 Sekunden lang die Standorte, wie ihr gerade ja schon gemerkt habt, diese orangen Silhouetten angezeigt. Für 3 Sekunden. Und das Besondere ist, wenn alle Generatoren fertig sind, dann leidet die Besessenheit unter dem Status gefährdet und ich kann sie sofort downschlagen und töten. Das noch die... Ah, gut. David. So, das ist noch die Besonderheit. Also sollte die Besessenheit gegen The Spirit aufpassen.
Das könnte am Ende, wenn die Generatoren fertig sind, noch richtig böse werden, ne? Da. Ach, hier auch. Aber jetzt habt ihr gesehen, ne? Da vorne, da war jetzt die Silhouette von dem einen. Das. Ah, nein. Ach, komm her. Facewalk. Da, hier sind die Spuren. Jawohl. Also ihr habt gesehen, man sieht nur die Kratzspuren, ne? Der dritte. Ah, komm schon. Der dritte Perk heißt Zorn des Gespenst. Nein! Was hat mich jetzt hier dieses Bambus aufgehalten? Ja, ach, er ist die Besessenheit. Er ist die Besessenheit. Das heißt, wenn alle Generatoren fertig sind, dann kann ich dich töten. So, und da vorne war schon wieder einer. Also ich finde. Jawohl, er ist jetzt down. Also ich finde den Perk Hass, dass man die sehen kann, erstmal gar nicht schlecht. Ne? So. Aber es fehlt nur noch ein Generator, ne? Ich habe noch keinen richtig down. Aber hier links war noch einer, hier links war einer, ne? Ja, das ist leer. Ja, dann gibt es auf jeden Fall noch den Perk Gespenst, Zorn des Gespenst. Das heißt, wenn ich vier Paletten zerstöre, dann und ein Survivor stunt mich mit einer weiteren Palette, also mit der nächsten Palette, die mir dann auf den Schädel gehauen wird. Ach Gott. Jetzt war ich nicht bei der Sache. Also wie gesagt, Zorn des Gespenst. Wenn ich vier Paletten zerstöre, dann kann mich der nächste Survivor, der mir die nächste Palette auf den Kopf haut, dann werde ich zwar noch gestunt, aber die Palette wird instant kaputt gehen. Das heißt, ich brauche die nicht nochmal extra kaputt machen, sondern kann sofort weiterlaufen, ne? So, das ist dann, ich glaube, meine Einschätzung von dem, na, David. Schon wieder so eine Mauer-Action quasi. So, jetzt wird aber mal Zeit, dass hier mal irgendwelche sterben. Wo? Jetzt komm, David. Nein. Ja, genau. Oh nein. Nein. Okay, ihr seht unten an dem Perk, ich müsste jetzt auch nur noch eine. So, das ist die Frage. Wo sind sie? Ja. Ja. Also ich finde es gar nicht schlecht, diesen Facewalk. Okay, und jetzt haben die ein verfluchtes Totem zerstört. Ja, hier ist jetzt keiner in der Nähe. Egal, hängen wir sie auf. Ich wollte jetzt erst fallen lassen und mir noch schnell irgendeinen Survivor suchen und den auch schnell downschlagen. Also ab jetzt wären 40 Sekunden. Ihr seht es auch unten an dem Perk, die Zeit läuft da runter. Die Zeit hättet ihr auf jeden Fall dann anscheinend um. Ja. Ja, solange ist der Status gefährdet am Start und ihr könntet halt, wie gesagt, mit einem Schlag einen Survivor direkt zu Boden hauen. So. Und beim rechten Perk seht ihr auf jeden Fall, mir fehlt noch eine Palette, damit die nächste Palette an meinem Kopf quasi am Zerschellen ist. Wo bist du hin? Ach. Ah, das ist gut. Jetzt während des Facewalks kam ich nicht weiter, obwohl ja der Weg frei war. Das heißt, da kann man auch schon. Ja, komm, du willst dich doch nicht hier im Schilf verstecken oder was, oder? Ach, hier ist auch die Luke. Nee, ich kam jetzt, obwohl der Weg frei war, ja nicht an denen vorbei. Ne? Das heißt, die haben mir den Weg versperrt. Ich wusste also, hey, jetzt ist hier ein Survivor. So. Okay, ich hoffe, ich kann die ganzen Informationen auch einigermaßen gut rüberbringen für euch. Weil gleichzeitig zum ersten Mal hier The Spirit spielen. Ja, die PC-Spieler hatten ja Glück, ne? Die konnten ja auf dem Testserver schon Spirit anspielen. Ja, da bist du. So. Komm. Ja, wieder David. Boah, das Katana, das sieht richtig geil aus. So. Ach, der Haken ist auch besetzt. Ach, was heißt besetzt? Ist schon kaputt. So. Ja, der andere wurde da hinten wieder befreit.
So, okay. Also eigentlich, oh, der war schon ganz schön weit. Ja gut, eigentlich haben die schon ziemlich viel geschafft, ne? Nur dass nur noch ein Generator fertig werden muss. Die können jetzt da hinten zum Beispiel zu zweit wieder an dem Generator. Obwohl, jetzt, ne, er hat ihn gerade geheilt. Okay. So, Facewalk. Und vor allem, der geht ganz schön weit, ne? Ja, okay, hier waren sie noch nicht dran. Ja, hier ist ja, wie gesagt, die Luke. Da bist du. So. Ah, ist nicht die Besessenheit. Oh, der David, der ist down. Na, ach, du willst hier rumlaufen? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, also, The Spirit gefällt mir. In den Keller gehst du. Das heißt, tschüss. Du kommst nicht vorbei. So. Ah, da, ich muss zur Luke, ich muss zur Luke. Nein. zur Luke. So, ich muss sagen, also The Spirit gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. So, bist du jetzt hier? Vor allem der Perk Hass mit der Besessenheit, dass ich die Standorte sehe, gefällt mir sehr gut. Auch, nein, was mache ich denn? Nein! Was habe ich denn jetzt getan? Okay. Also gut, okay. Egal, habe ich einen kommen lassen, habe ich absichtlich gemacht. Nee, also mir gefällt das sehr gut. Der Perk Hass gefällt mir. Und heimgesuchter Boden mit den zwei Totems gefällt mir auch. Das mit den Paletten, ich glaube, das würde ich nicht nehmen. Das bringt mir einfach zu wenig Effekt. Vor allen Dingen heimgesuchter Boden kann man mit anderen Fluchtotems gut kombinieren. So, ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch Spaß gemacht und gefallen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Über ein Like, Abo oder halt wie gesagt ein Kommentar würde ich mich sehr freuen. Ciao. Ah ne. Ja doch, ciao. Erstmal, ich mache glaube ich noch eine Runde mit dem neuen Survivor. Bis gleich. Ja, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dead by Daylight. Wie angekündigt mit dem neuen Survivor Adam Francis. Und auch ihn habe ich auf Level 10 gelevelt erstmal, damit ich dann drei Perks zumindest ausprobieren kann. Und ja, das wäre zum einen Ablenkung, das ist der rechte Perk unten, der rechts ist. Bedeutet einfach, wenn ich 45 Sekunden lang im Terrorradius des Killers bin, dann wird dieser Perk aktiviert. Also ich kann mich auch jetzt zum Beispiel im Terrorradius befinden und dann gleich wieder. Also wie gesagt, wenn 25 Sekunden erreicht sind, dann wird der Perk aktiviert und ich bin dann dazu befähigt. Hä? Okay, habe ich irgendwas jetzt verpasst? Instant am Haken? Ja gut, vielleicht wurde er aus dem Schrank geholt oder so. Ich habe keine Ahnung. Oh, fängt auf jeden Fall nicht gut an die Runde. Ja, also wie gesagt, wenn die Fähigkeit aktiviert war, ist, dann bin ich dazu, ich sag mal, befähigt, wenn ich bewegungslos und in der Hocke bin, einen Stein zu werfen, um den Killer abzulenken. Der kriegt dann eine Turmbenachrichtigung. Ich meine, das waren auch oft, kommt auf die Stufe des Perks an, 10, 15 oder 20 Meter Entfernung von meiner Position aus, wo ich dann dieses Ablenkungsmanöver, also den Stein hinwerfen kann. So, ich guck mal hier, ob ich hier vielleicht was ausrichten kann. Ach nein, ey. Der Killer hat da hinten schon wieder einen Down. So, kommen wir jetzt zu Autodidakt. Weil jetzt kann ich ja gleich heilen. So, und zwar bei Autodidakt fange ich mit einem 25-prozentigen, also 25-prozentigen Strafe bei der Geschwindigkeit beim Heilen an. Und ihr habt ja gesehen, ich habe da unten jetzt ein Zeichen. Bei einem Skillcheck, den ich treffe. Oh nein, es ist Spirit. Es ist. Oh, es ist Spirit. Okay. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, nein. Nein, die kommt da durch. Ich hab Stress. Adam. Komm schon. Komm. Okay, die kann ja, wie gesagt, diesen Facewalk. Und der ist ja gar nicht schlecht, dieser Facewalk.
Boah, ist das... Boah, nee. Habt ihr gesehen, wie die sich bewegt, ja? Ey, also echt schon gruselig. Oh Gott, sie steht da. Wie in so einem Horrorfilm. Und ich mag keine Horrorfilme. Oh Gott, die ist immer noch hinter mir her. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, die ist da, die ist da. Oh nein, hier ist keine Palette. Nein, 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 nein. Wow, nochmal echt Schwein gehabt. Komm, 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 komm. Ja. Lauf, Adam. Ein Generator ist schon fertig. Lauf, Adam. Oh mein Gott, diese Geräusche, ne? Komm, 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 wieder raus, wieder raus. Nein, 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 das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht. Nein. Okay. Oh Gott, sieht das schrecklich aus. Ja, also schrecklich schön. Obwohl gerade solche Effekte in Horrorfilmen mag ich gar nicht, ne? Oh Gott. Ja gut, jetzt werde ich am Haken kommen. Aber jetzt kommen wir zu einem weiteren Perk. Den anderen Perk erkläre ich gleich nochmal mit dem Heilen. So, ich muss warten, bis sie weg ist. Weil ich habe den einen ja, den David habe ich ja vom Haken befreit. Und jetzt müsste ich eine hundertprozentige, jawohl, eine hundertprozentige Chance haben, mich selbst vom Haken retten zu können. Also befreien zu können. So, da muss aber dafür, muss das aber eine sichere Rettung beim David gewesen sein. Ihr habt ja gesehen, der ist, komm schon, komm schon, komm schon. Die war ja gar nicht in der Nähe und... Nein, nein, warum ich? Nein. Oh nein, die erste Runde ging so, wird soll nicht so schnell enden. So, auf jeden Fall hat es ja gut geklappt. Ne? Denn David hatte ich ja vorhin gerettet. Und es war auch eine sichere Rettung. Das heißt, er hatte, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Sekunden muss er dann überleben. 10 Sekunden, ohne dass er wieder downgeschlagen wird. Auf jeden Fall hat das ja geklappt. So, weil der Perk... also gibt mir nämlich eine hundertprozentige Chance bei einem Fluchtversuch, wenn ich davor auch einen anderen Überlebenden vom Haken gerettet habe. So. Allerdings, das kam jetzt... Achso, da unten ist noch das Zeichen bei mir, ihr seht es ja noch. Ich habe immer noch den Status kaputt. Das heißt, ich kann mich momentan nicht selber... Also ich kann nicht geheilt werden und mich nicht selber heilen, solange dieser Kaputt-Status. Also wenn ich mich vom Haken rette, dann komme ich in diesen Status kaputt. Und ich glaube, momentan sind es 100 Sekunden auf der Stufe, die ich das habe. Geht dann runter zu, glaube ich, 80 und 60 Sekunden. Also so, diese Sekunden müsst ihr auf jeden Fall abwarten, bis ihr euch wieder heilen könnt oder geheilt werden könnt. Das ist so wie die Fähigkeit quasi bei... ja, vom David King. Ach, ich weiß jetzt gar nicht, wie die Fähigkeit heißt. So, auf jeden Fall, jetzt sind die Sekunden dann vorbei und ich kann mich jetzt wieder selbst heilen. Also solltet ihr auf jeden Fall auch nur verwenden, diesen Perk, auch nur, wenn sie natürlich nicht in der Nähe ist. Sonst bringt es natürlich nichts oder ihr seid kurz vom zweiten Status, dann noch einmal reinhauen. Oh Gott, nein. Ich hoffe, die ist hinter David her. Nein, ich, warum? Nein. Komm, 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 rette mich, rette mich. Nein. Nein. Oh Gott, das wird schlimm. Oh, die Runde könnte gleich schon vorbei sein. Ich muss den Autodidakt-Perk noch erklären. Oh Gott, ich schaff das nicht. Ich schaff das nicht. Ich weiß nicht wohin. Ich weiß nicht wohin. Ey, das macht Stress, das macht Stress. Okay, ich glaube, sie macht den Facewalk. Nein! Oh, wenn sie den Facewalk macht, dann bleibt ihre Hülle ja erst da stehen. Und ich dachte jetzt, sie geht jetzt, sie kommt rum im Facewalk. Entweder hat sie das gesehen und abgebrochen, oder sie hat mich einfach nur vernatzt. Und das war geplant, ich weiß es nicht. Ah, auf jeden Fall habe ich jetzt ein bisschen Zeit, den Autodidakt-Perk noch zu erklären. Also wie gesagt, wir fangen beim Autodidakt-Perk, das ist der untere, wo ich ja ein Zeichen drauf habe. An mit einem 25%iger Minus-Fortschrittsstrafe beim Heilen. Wenn ich jetzt einen Fähigkeitscheck schaffe,
dann bekomme ich ein Zeichen. Und für jedes Zeichen kriege ich einen Fortschrittsbonus von 15%. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall zwei Zeichen, um diesen diese Anfangsstrafe überhaupt besser, also damit ich überhaupt schneller werde. Und kommt auf die Stufe des Perks an. Man kann drei, also bis maximal drei, vier oder fünf. Oh mein Gott, 9800. Also man kann drei, vier oder fünf Zeichen sammeln. Okay, die haben die Ausgänge schon auf. Einer hängt am Haken. Und es zählt nicht für wenn ihr so einen Sani-Koffer bei habt und damit heilt, dafür zählt es nicht. Also könntet ihr auf jeden Fall ordentlich Zeichen sammeln und dann könntet ihr ziemlich schnell heilen. Oh mein Gott. Nein, jetzt... Jawohl. Jetzt habt ihr es gesehen, ne? Hammerhart. Boah, sieht das scharf... Ich wollte es scharf aussehen. Aber es ist ja auch scharf. Er war die Besessenheit und sie konnte ihn richtig sofort downschlagen. Ja, egal. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und gefallen. Und wir sehen uns bei den nächsten Videos wieder. Über ein Like, Abo oder Kommentar würde ich mich freuen. Ne? Und bei Fragen einfach in die Kommentare rein. Geil, dass wir dann Mori noch gesehen haben, ne? Ciao!